Bist du eigentlich noch drin? Ich bin schon lange rausgeflogen. Ich bin noch gegen das Fass gefahren. Oh, ach so, ja, stimmt. Ich kann mir sowas nicht merken, Mensch. Das ist vor etwa 15 Sekunden passiert, wenn nicht 30. Ja, ich kann mir sowas nicht merken. Bei sowas schaltet dein Kurzzeitgedächtnis aus. Oh, ich habe ein Genau. normales Auto. Ich habe einen Golfcar. Jetzt habe ich das normale Auto. So, mal schauen, ob hier das Radio besser ist. Kann ich wenigstens ein bisschen Radio hören in der Zeit. Ja, ich bin voll gegen Also ein irgend bisschen so besser ein. als sonst. Ey, da bist du ja. Fahr mal gegen das Fass da kurz. So Ich will ganz. aber nicht. Ah, oh, voll an mir vorbeigefahren. Ich mach dich kaputt. Alter, ich flieg nach dir raus, das sag ich dir. Schaffst du nicht. Doch, wett nur. Ganz, ganz sicher. Ich trick's dir nämlich immer übel aus. Ah, du Penner! Nein! Tschüss. Ach, Mann. Alter, Headtext Ist geht gar nicht. abgestürzt. Ah, jetzt, Headtext. Ihr seid alle dumm. Ist das niveaulos oder kann man das so schreiben? Das ist niveaulos. Oh, fast runtergefallen wird. Nein, nein. Oh, Also, finde ich wenn aber es nicht nett von niveaulos dem. ist, dann kann ich es ja ruhig schreiben. So, siehst du jetzt da irgendwie, ihr seid alle dumm so als. Nö. Scheiße. Headtext, So, geiler Smiley aus Headtext. So, Noch perfekt. drei Player sind drin. Ein Golfcar, das sich nicht bewegt und jetzt rausfliegt, doch nicht. Ein zweit und noch Das ist. irgend so. Ah, Oh. Zeitüberschreitung. So, RC-Fly, nimm RC-Fly, das ist übelst geil. Huge. Ich beeinflusse dich hier voll, ey, übermies. Ich habe die Macht dazu. Es liegt nur daran, dass ich mich auf dem Server nicht auskenne. Aha. Hätte ja sein können, ich die Macht dazu Du bist habe. der Erste, der rausfliegt. Wett man nicht. Gerne. Alter, scheiß Overdose-Effekte, die bringen alles zum Lecken. Bist rausgeflogen? Nein. Oh. Aber ich. Aber ich bin nur fast rausgeflogen. Ich habe das Auto kaputt gemacht, wo du drin saß. Hä, wie das? Da stand bei mir auf einmal ein Auto und das war leer. Also, na gut, ich lecke hier gerade voll durch die Gegend, weil die Overdose-Effekte hier alles kaputt machen. Nee, Quatsch, weil die Overdose-Effekte, ach, was will ich sagen? Du weißt schon, was ich meine, ne? Nö. Ach, scheiße. Hier, den ganzen Staub da. Ja. Genau. Der Nebel ist scheiße. Ja, Vor genau. allem, wenn es richtig Nebel ist und du gerade fliegst. Scheiße. Also, das war fail. Aber richtig. Schön drüber geschanzt. Warst du der Rote? Ich war der Gelbe. Der Gelb. Glaube ich. Alter, wetten, da kommen wieder irgendwelche Kommentare. Hey, nein, du warst doch der Rote. Jetzt sag nicht, dass du der Gelbe warst. Oh, ich kann mir sowas nicht merken. Ich bin halt schon alt. So, richtig. Ganz alt. Ja. 25. Nein. Nicht? Ich hatte doch gesagt, dass ich 15 bin. Das stimmt ja. Klinge ich etwa so wie 20. 25? Nein. Okay, Aber du dann eher. verhältst dich auch nicht so. Ah, okay, danke. So, ich mach mal Factory. Okay, ich habe irgendwas genommen. Ich habe mir mal drauf geklickt. Ich glaube, das ist denen egal. Wir sollten dann auch noch so irgendwie 10 Minuten deageln, bis ich das Ganze dann Let's Deagle nennen kann, weil dann kriege ich mehr Klicks und dadurch mehr Abos und ich bin ja total Abo-geil und deswegen. Und deswegen schubst dich jetzt runter. Ja. Nein, das machst du nicht. Alter, was? Alter. Ich habe ein Taxi, ja. Ich bin nicht Erster, der rausfliegt. Da will jemand explodieren, aber das will ich nicht. Tja, falsch. Scheiße, ne? Der ist trotzdem explodiert. Wettner, du fliegst vor mir raus, auf jeden Fall. Kamikaze-Attacke! Scheiße. Jetzt blockt er mich und ich kann dich nicht rausschubsen. Ja, ich kann mich nicht bewegen, das ist ja noch schlimmer. Jawohl. Voll verarscht, haha. Ja, und der fährt natürlich voll ins Fass und überlebt, ist klar. Mein Auto will, glaube ich, nicht mehr lang. Bäm, Golfcaddy.
Dein Auto steht bei mir immer noch da. Irgendwie. Das war's dann. Haha. Habe ich schon erwähnt, dass Kranksein scheiße ist? Ja, das hast du vorher schon mal gesagt. Aber jetzt wissen es die Zuschauer. Boah, da will jemand explodieren. Ich dachte, kannst du sowas nicht merken? Wie kommt denn das jetzt auf einmal? Ah, sowas kann ich mir merken. Die Leiden von anderen, die kann ich mir merken. So. Ja. Das hört sich natürlich gut an. Hügel. RC-Fly. Das ist total geil. Da fliegst du nämlich in so Modellflugzeugen rum und schießt die anderen ab. Okay. Hügel mit 3 Stimmen. Ja, Mann, ich bin gut. Und ich habe Lex. Auch geil, gell? Der erste. Wow, Alter. Wo, nein. Wo bist du? Ach, da gibt's noch einen zweiten Berg. Scheiße! Ich bin voll in die Luft gegangen. Ach Gott. Lass mal danach zu Deagle gehen. Also slash DM. Bist du raus? Ja. Nee, ich doch nicht. Also ich bin bei slash DM. Jo, welches DM? 1, 2, 3, 4, 9, 10. Einfach slash DM. Gut. Weil ich bin total guter Deagle und so. Also echt mal. Noch 7 Player, ich bin einer davon. Ja, Mann. Alter, da hat jemand hier weg. Nein, doch nicht. Der hat nur gelegt. Oder du hast die Hitbox nicht getroffen. Nee, den hat's auf einmal alles abgezogen. Slash DM. Slash Exit. Boah, der will mich umbringen. Slash DM. Alter, C-Bagger. Deagle. Ja, Deagle und Shotgun. Ohne C-Bug. Ja, du kannst schon, aber es ist ziemlich noobig. Ich mach ohne. Ich bin nicht. Schau mal, ich hab noch voll viel Leben und so, also bring mich bitte nicht um. Ach, Mann. So, Nummer 2 ist down. Ja, der war voll der Noob, ey. Der hat gezählt und so. Jetzt werde ich von 2 Seiten beschossen. Ja, ich auch. Lance Miller hat mich umgebracht. Ich werde mich rächen. Nö. Der hat's nicht mit dem Nachladen. Der rennt nur rum und... Ja, übrigens der C-Bugt auch, also nur mal so ganz am Rand. Ja, ja. Alter, und? Das gibt's doch nicht, ey. Ich bin ja so gut. Das glaubst Alter. Du gar nicht. Aber ich habe die Shotgun benutzt. Ich bin Noob. Ja, du bist auch so wirklich richtig. Achtung, da kommt jemand von hinten, also nur so aus kleiner. Hey, ich hatte Lex, ey, das gilt nicht. Das kannst du deinem Computer erzählen, aber nicht mir. Ey, du Dings. Jetzt habe ich einfach mal auf meinen Computer geschlagen, ja, auch sehr gut und so. Schieß mich nicht an, schieß ihn an. Nein, du musst zuerst sterben. Ich bin auch schon tot. Ja, Pech, jetzt bist du richtig tot. Alter, ich treff echt nix, ey. Das ist genauso wie in COD. Da bin ich auch so ein Pro. Also COD treff ich schon, also in MW3 halt, wenn du das jetzt meinst. Nee, ich spiel nur COD 4. Also und halt andere Singleplayer, weil ich bin zu faul, das mir zu kaufen. Scheiße, jetzt hab ich's zugegeben. Hast du nicht ein Let's Play davon gehabt? Ja. Nein, also das habe ich mir natürlich gekauft. Wie kommst du auf solche doofen Ideen? Deswegen ja auch nur der Singleplayer, ne? Ja, genau, weil Multiplayer, da bin ich einfach viel zu schlecht, das will ich nicht zeigen. Willst du mich verarschen, Junge? Ja, ich habe dich umgebracht. Der hatte doch noch so wenig Leben. Wer hat mich jetzt umgebracht, ey? Ja, weil du nicht zielen kannst. Na, sei ruhig. Ich kann zielen. Ich kann es voll gut und so. Jetzt stirb doch endlich, Mensch, Alter! Deswegen triffst du mich auch nicht, ne? Was? Weil du so gut bist. Alter, ich hab dich gerade getroffen, ja? Nein, das war er. Ja, aber ich hab dich davor zweimal getroffen. Ja.
Das war davor. Also der Typ nervt irgendwie. Also ich habe das Gefühl, wir sollten mal so richtig harte Witze erzählen, jetzt, dass hier auch was zum Lachen ist, ne? So richtig arg doll. Kommt ein Mann beim Arzt. Lach doch. War auch total lustig, ne? Alter, das gibt's doch nicht, ey. Kennst du den Witz mit dem Vater und den Lesben? Nein. Boah, wie ging der nochmal? Oh, der ist gut. Nee, mir fällt's gerade wirklich nicht ein. Das war irgendwas mit, Tochter vergeht zum Vater und sagt, Papa, ich glaube, ich bin lesbisch. Kommt die zweite Tochter und sagt, Papa, ich glaube, ich bin lesbisch. Sagt der Vater, steht denn hier keiner auf Schwänze? Sagt der Sohn, doch ich. Oh Gott, nein, das ist ja eine Scheißfamilie. Also nee, komm. Also der ist ja wirklich mies, oder? Der arme Vater. Aber der Vater, der ist schon normal oder hat die Kinder nur adoptiert? Keine Ahnung. Nicht, dass der Vater lesbisch ist. Ja, ich weiß, der war nicht lustig. Gesundheit. Also bei deinen Witzen kann man irgendwie nur Mitleid haben. Ja, irgendwie schon. Muss ich jetzt selber mal zugeben, der war echt nicht gut. Alter, ich verziehe hier, ich schieß die ganze jetzt Zeit. Ort drin. Ich schieß die ganze Zeit aber eben vorbei. Ach Gott. Ja. Ja. Der benutzt auch Zebak, der Penner. Ja, Moment, ich probiere das jetzt auch mal. Ich kann das nicht, also. Ich habe schon ewig kein GTA mehr gezockt. Ich auch nicht. Das letzte Mal seit GMR. Ich habe auf irgendeinem Roleplay-Server gezockt, aber da wurde ich gleich gebannt wegen Zebak. Deswegen kann ich es nicht mehr. Ja, das war voll unfair, jetzt komm, lass doch sowas. Sagt der mich als erstes so killt. Moment, ich bleib mal kurz da stehen so, einfach ganz mal. Gerne. Ja, du musst auch schon treffen. Ich hab getroffen, das ist jetzt, also das hat nur geleckt. Wir liegen genau nebeneinander, ist ja auch toll. Hä, was gibt's hier, RC oder was? Moment, ich muss mal kurz was probieren. Hallo Lance. Also irgendwie suckt der Typ. Der haut entweder ab oder... Ja, haut ab und macht wieder C-Bug. Ja, okay, ich komm dann auch mal. Bin ich aber nicht nett von dir. Mensch, ey, warum triffst du und ich nicht? Das ist voll unfair. Weil ich das mit der Hitbox kann und du nicht. Na, dann sag mal, wie es geht. Du darfst nicht auf den Körper zielen, du musst weiter dorthin zielen, wo er hinrennt. Okay, Moment. Warte kurz. Na, jetzt schieße ich gerade woanders hin. Das war jetzt leider nicht ich, aber egal, was soll's. Ach, Mann. Wie lange nehmen wir eigentlich schon so auf? So ganz am Rande. Wenn ich aufpassen würde, könnte ich dir vielleicht sogar sagen, aber. Aber du hast. Kannst ja mal anhalten und nachschauen. Wenn ich jetzt anhalte, dann muss ich wieder alles so von vorne und so, keine Ahnung. Kannst du weiter? Weißt du? Ich bin halt so faul, weißt du? So ist das leider. Jetzt ist der Typ auf einmal wieder da, will der mich verarschen. Wer Lance Miller oder was? Nein, dieser Dings. Sticky X Tricky. Alter, jetzt reicht's. Boah! Schon wieder verreckt. Alter, hier wollen doch alle den C-Bug benutzen, das ist schlimm. Alter, geil, ich hab dich umgebracht, obwohl ich gar nicht auf dich geschossen hab. Weißt du, das Schlimme ist ja, ich bring dich um, wenn ich nicht auf dich schieß, aber wenn ich auf dich schieß, bring ich dich nicht um. Gut, Waffenstillstand. Warum? Waffenstillstand. Braves Junge. Jetzt schießt er mich doch. Ja, weil ich dich nicht mag. Spaß. Ja, würdest ich hab dich umgebracht. Ich bin jetzt einfach mal ganz noobig und erlege den von hinten, okay? Oh, scheiße. Hat nicht richtig geklappt. Das war wohl nichts mit dem Nooben. Ja, scheiße, ne? Ja, ich hab ihn umgebracht. Und ich hab Level 3 erreicht. Also
Kannst du mal aufhören, mit der scheiß Shotgun zu dingsen? Die macht doch gar keinen Damage. Nein, gar nicht. Haben wir auch gar nicht ganz das Leben und so abgezogen. Ne, das war ein Shotgun-Hit. Ja, jetzt red dich nicht aus. Gerne. Ich hab einen Waffenhack. Mein Shotgun zieht 3/4 pro Schuss. Okay. Ach ja, übrigens so ganz nebenher, Viper liebt David. Das steht so da oben. Nee, Quatsch. Bin ich tot. Wo oben? Hey, cool, ich schieße auf jemanden, der steht und trefft. Sicher? Das war ja. Ja, ich hab ihn sogar umgebracht. Wie viel XP habe ich denn? Ja. Ich sollte es vielleicht richtig eingeben und dann geht das. Nein, hat er mir einen Headshot gegeben. Scheiße. Jetzt habe ich 1000 verloren. Hey, Headshot, das macht doch nichts aus. Doch, jetzt habe ich keine 800, sondern 1100 verloren. Also. Ich habe sogar gesehen, wie der Schuss in den Kopf ging. Oh, und ich sehe grauen Bildschirm. Obwohl das Spiel total zensiert ist. Ja, echt mal. Ich habe auch gar nicht Overdose-Effekte und so drin. Also. Ich habe die zwei drin, aber ja, okay, so sieht es wenigstens ein bisschen besser aus mit Blut. Ja. Normalerweise läuft es ja einfach nur raus, mehr nicht. Boah, aber Mann, jetzt habe ich dich gar nicht umgebracht. Jetzt habe ich 1300 verloren. Ach, scheiße. Wollte mich hier doch nur alle abzocken. Ach, komm schon. Wäre immer geil, so zum Spaß mal ein bisschen rumzucheaten, oder? Ein Bleach-Fan. Ha? Ein Anime-Fan. Was? Ein Anime-Fan läuft hier rum. Ah, okay. Wer? Der Zangetsu, der mit der grünen Schrift. Ah, okay. Boah, ich mach dich voll fertig. Jetzt gibt's Süßes. Oder auch nicht. Jetzt gibt's erstmal Lex und dann gibt's Süßes. Ja, geil, okay. Ganz okay. Von hinten. Weil ich so nett bin. Ja, auf jeden Fall. So, ich probiere den jetzt hier. Ach, der ist im Pausenmodus. Ich mach dich jetzt kaputt! Von Sniper Deagle und so. Also in COD 4 geht es ja immer ganz gut mit der Deagle Snipern. Aber bei GTA kein bisschen. Der Typ kann ihn nicht treffen. Hier macht doch echt jeder Sack C-Bug, ey. Ja, das kommt daher, dass sie es können und wir nicht. Ach Mann, solche Affen. Jetzt darfst du sterben. Ich glaube, ihr müsst jetzt sterben. Ich will aber nicht. Ja, du bist aber gesterben. Ich wollte aber nicht gesterben, das finde ich unfair. Ja, aber ich kann halt so gut Deutsch, das muss ich jetzt einfach sagen. Boah, ich hab mich jetzt verarscht, oder? Boah, ich wurde gekillt. Alter, was für eine KD, oder was für ein Level habe ich eigentlich? Moment kurz. So, ja, auf jeden Fall ein sehr gutes. Minus 51. Ich hab einen Score von 7. Echt, welche ID bist du? Ah, ich hab dich. Ja, ich 30. Minus 51. Ah ja, da bist du ja. Also, die kannst du jetzt lange aus. Ja, da zocke ich nachher nochmal 10 Stunden und da habe ich das wieder rein. Und dann zockst du wieder LPs, dann leckt's wieder und dann hast du alles wieder weg. Nee, ich habe keine LPs von GTA, glaube ich. Oder? So. Weiß ja nicht. Also vom Singleplayer. Das wäre mal geil. Das hatte ich jetzt eh nur so vor. Das habe ich jetzt nur so getan, als wäre das gerade so mein Einfall gewesen. Wir könnten ja vielleicht mal in nächster Zeit so einen letzten Test oder so machen von verschiedenen Servern. Da könnt ihr uns ja vielleicht ein paar IPs schicken und ja. Wir schauen uns den Server an und machen vielleicht so ein zweifolgiges Let's Test oder so. Jo, das können wir auch mal machen. Wenn wir gut gelaunt sind. Genau, und wir sind auch so voll gut in GTA, wie ihr hier seht. Also ich verrecke auch gar nicht andauernd. Na gut, auf Real Life Roleplay Servern kennen wir uns ja aus. Aber bitte deutsche Server. Ja, genau. Weil Englisch können wir sowieso nicht. Ja doch, aber was weiß ich, es gibt diese russischen Server und die sind auch was weiß ich für eine Sprache, das kann kein Mensch lesen. Ja, ich glaube, die Russen verstehen das auch nicht, was wir hier sagen, oder? Ich weiß ja nicht. Ich weiß nicht. Ich kann es ja übersetzen. Ach, du kannst Russisch, oder? Ja, nur sprechen, aber leider nicht schreiben und lesen.
Ah, okay, dann ist ja gut. Danke aus der Frusche. Du stinken tust, nein, Spaß. Ach, das war auf jeden Fall sehr gut. Ja, ja. Jetzt sag mal was. Ich kann auch das R rollen. Gut, das kann ich zum Beispiel nicht. Mensch, jetzt sag mal was auf Russisch. Tja, wenn du mich nett darum bittest, sag ich vielleicht sogar gar nichts. Hä, was? Das habe ich jetzt nicht ganz verstanden. Wenn du mich nett darum bittest, sag ich auch nichts. Okay, dann sag jetzt sofort was auf Russisch oder ich bring dich um. Level 3 erreicht. Versuch's doch. Ach man. Hätte ja klappen können. Du kannst eh nicht diegeln. Nein. Ich weiß, dass ich es nicht kann. Brauchst mir nicht immer so sagen, sonst ritze ich mich hier noch. Na. Du bist schon dabei. Ich schon mir dieser Lance, der nervt. Also ich glaube, wir haben da jetzt auch eine Stunde aufgenommen, oder? Ich weiß nicht. Nee, also wann haben wir angefangen? 13:40, oder? Weiß ja nicht. So ungefähr. Ja. Ja, 13 Uhr irgendwas. Ja, machen wir zum Ende nochmal was anderes und zwar Get It. Das ist auch geil. Immer Exit ein und dann / Get It. Get It. Zusammen. Okay. Haben wir schon. Ich bin schon drin. Okay. Das ist nämlich auch geil. Wir müssen da jetzt so ein Objekt finden. Und das war auf jeden Fall schon mal sehr gut, was ich da gemacht habe. Ich bin auch runtergefallen. Ja, dann war das für uns beiden sehr gut. Und das Gute ist, also extra für mich hier konzipiert wahrscheinlich, wenn man... Du verlierst kein Leben beim Fallen? Ja. Man kann nicht verrecken. Außer du fällst... Ja, okay. Wenn du ins Wasser fällst, stirbst du. Oh, scheiße. Okay, ich hab's geschafft. Wo ist denn das scheiß Objekt? Sag mal. Wenn ich's wüsste... Nein! Da hat sich das Ding verschoben. Willst mich verarschen? Okay. Sind ja aber nicht nett von dem Ding. Ja, neue Runde. So, also. Die Tore sind übrigens in 0.3e oder D, keine Ahnung. Auch gar nicht verbuggt oder so, sieht man hier. Ach, das ist 0.3e? Kann sein, oder? Ich weiß nicht. Ich glaube, das ist 0.3D. Moment. Weil ich war zu faul zum Updaten damals. Ja, 0.3D. Ich habe gehört, in 0.3e soll es ein neues Cop Car geben, oder? Kann sein, ich beschäftige mich nicht mehr damit. Ich weiß es gar nicht, wann ich zuletzt SMP gezockt habe. Boah, ich fliege hier übel schnell wieder runter. Ja, ich auch. Neue Runde? Ja, in 12 Sekunden. 10, 9, 8, 7, oh, man darf ja nicht 6. Kämpfen. Ja, da wirst du immer wieder zurückgesetzt, ist ein bisschen blöd. Deswegen wurde ich zurückgesetzt. Was so, müssen wir denn überhaupt finden? Ha? Was müssen wir überhaupt finden? Also es sieht so aus wie so ein Fallschirm, glaube ich. Sieht so aus wie ein Fallschirm, das hilft mir fast. Ja, das ist auf irgend so ein Ding, ist da so ein Pickup. Und das musst du einsammeln. Wenn ich das geschafft habe, was dann? Dann hast du gewonnen. Und frag mich nicht, was es dir dann bringt, wenn du gewinnst. Kommst du dazu? Ich bin nicht nett. Haha, du Opfer. Flash. Open. Oh nein. Ja, ich hab das Objekt gefunden, ich weiß, wo es ist. Und du bist runtergefallen, ne? Ja. Da hinten ist, so ganz schräg hinten da, so da hinten. Ja, in 6 Sekunden ist die neue Runde und da ist das Objekt, glaube ich, wieder woanders da, oder nicht? Ja. Aber wir können es ja mal versuchen. Ist ja schon mal ein Fortschritt, wir haben was gefunden. Oh, aber jetzt wissen wir nicht mehr, wo es ist. Das hat sich zweideutig angehört. Okay. So, ich bin wieder runtergefallen. Ist ja, die Objekte verschieben sich von Zeit zu Zeit. Hä, wo steht das? Ich war auf ein Ding drauf und jetzt auf einmal in die andere Richtung. Kann sein, ja. So, also dann. Ah, ich weiß, wo das Objekt ist, ich sehe es. Da drüben. Da drüben ist es. Siehst du es? Nee, natürlich nicht. Spiel lädt. What the fuck? Oh, jemand hat die Gravity verstellt. Die Gravitation. Das finde ich aber nicht nett von dem Penner. Nein, das ist definitiv nicht nett. Das sieht gerade ziemlich komisch aus. Ja, das sieht auf jeden Fall sehr geil aus. Und ein geiles Special, ne? Ja, auf jeden Fall. Spiel echt. Das wäre... Ja, also, wie ihr hier seht, ich habe unglaublich viel Speicherplatz noch auf meiner Festplatte. 0 Bytes. Ja, und dadurch ist es die Aufnahme abgekackt, ja, und da sag mal einfach nochmal tschüss, so, du sagst jetzt tschüss. Ich will aber nicht. Okay, dann sag eben nicht tschüss. Ja, okay,
Dann war es das erstmal. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn es euch gefallen hat, dann gebt einfach einen Daumen hoch und wenn nicht, dann gebt eben einen Daumen runter. Ja, wie gesagt, schreibt die Server, die wir vorstellen sollen, wenn sie deutsch sind und Roleplay oder Real Life, unten in die Kommentare rein. Ja, das war's dann auch schon und tschüss zum zweiten Mal. Jetzt für uns, aber für euch zum ersten Mal. Ach, scheiß Tschüss. drauf. Tschüss.